Close now. Ihr Götter, bald ist Vollmond. Fenster verlassen. Langsam. Dann griffen beide Streitmächte an. Einer von jeder Seite. Wow, deine Augen! Die sind wie die von meiner Katze. Geh fort! Der Priester betet. Siehst du das nicht? Los, lauf! Hey! Mach mich los, bevor die Nächsten kommen! Um die werde ich mich schon kümmern. Lass uns doch derweil etwas plaudern. Ich weiß gerne, wen ich losbinde. Hans Verdun, gedient in der 10. Division, Maribor. Weit weg von deiner Armee? Meine Armee gibt es nicht mehr. Die Schwarzen haben sie zerschlagen. Ich konnte gerade noch in die Wälder flüchten. Ich bin zu einer Flüchtlingsgruppe gestoßen. Die Leute wären fast geplatzt vor Patriotismus. Sobald sie erfuhren, dass ich Temerien in der Stunde der Not den Rücken gekehrt hatte, schlugen sie mich nieder, fesselten mich wie einen Truthahn und ließen mich für die Ertrunkenen liegen. Gut, ich helfe dir. Oh, danke. Einen Moment lang war ich fast sicher, dass du mich zum Sterben zurücklässt. Ich würde mich ja gern bedanken, aber ich habe wirklich gar nichts zu bieten. Pech, da muss ich durch. Danke, Hexer. Möge es dir wohl ergehen.
So ist gut. Ich suche einen Mann. Nennt sich Hendrik. Was willst du von ihm? Ich möchte mit ihm reden. Worüber? Gib mir was Starkes zu trinken. Du musst verschwinden. Zur Hintertür raus! Wir kriegen Gesellschaft? Wer ist das? Wirt! Wodka! Wer ist das? Sieht aus wie ein tapferer Krieger. Hat zwei Schwerter. Hey, Grauhaar! Warum hast denn du zwei Schwerter? Bestimmt hat er auch einen zweiten Schwanz in der Hose. Bist du taub? Spuck endlich aus, wer du bist! Oder soll ich dir die Worte mit dem Messer von der Zunge kratzen? Ich bin ein Hexer. Du wunderst dich über meine Schwerter, ja? Das eine ist für Monster, das andere für Menschen. Und ich habe nur einen Schwanz, klar? Berühre ihn nicht. Sieh ihn nicht mal an. Der ist schlimmer als ein Leprakranker. Sah mal einen in Aktion. Legt ein halbes Dutzend um. Überall war Blut. Der Mutant hat nicht mal geschwitzt. An ihm klebt der Gestank des Todes. Folge mir, wenn du rasten willst. Ich kann dir eine Bank anbieten. Ich ging ins Haus und da war dieser Trottel mit einem Typen, der aussah wie sein Sohn. Ein hübscher Junge, dachte ich mir. Dieses Landei hat vermutlich seine Tochter verkleidet. Hurensöhne. Danke, dass du mit diesem Schwein keinen Streit angefangen hast. Ich stecke meine Nase nicht in die Angelegenheiten anderer. Willst du über Nacht bleiben? Nein. Ich suche nach Hendrik. Er lebt in Heidfelde. Noch nie davon gehört. Auf der anderen Seite des Hügels. Heute früh sah ich dort ein seltsames Glühen. Kaiserliche Truppen auf Beutezug vielleicht. Wer weiß. Weißt du noch etwas über Hendrik? Merkwürdiger Typ. Kam grundlos aus dem Nichts. Machte sich an eine Witwe heran, deren Mann für einen Laib Brot niedergestochen wurde. Die Männer des Barons mögen keine Fremden. Ja, und er ging ihnen immer aus dem Weg. So als wüsste er stets, wann sie kommen. Er ist dann immer verschwunden. Danke, Wirt. Schwein.
Lügen, Herr. Tatsächlich. Schauen wir uns mal um. Hast du eine junge Tochter, Opa? Das weiß ich. Kannst du sie bitte? Eines Tages kannst du sie nicht mehr verstecken, hörst du? Und du wirst zusehen müssen, wie jeder Kerl in dieser Einheit sie ins Koma fängt. Zielt auf seine Augen! Du bist so gut wie tot! Das ist nicht dein Tag. Langsamer. Hässlicher Bastard.
Oh. Warte mal. Du bist die Gnade. Du bist der Trost. Du bist die Freude. Was gibt es Neues in der weiten Welt? Und wenn sich die große Finsternis herabsenkt, Bruder wird gegen Bruder kämpfen. Väter werden ihre Söhne verstoßen. Du bist der Trost. Du bist die Freude. Fäulnis wird die Felder verwüsten. Wölfe und Krähen werden zehren von Zahllosen. Komische Luft, als ginge man an einem heißen Tag in einen tiefen Keller. Und der Nebel. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist! Verschwinde! Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie, dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Scheiße. Die Geister waren hier nur kurz.
Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif, als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Interessant. Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Interessante Überschriften. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Subjekt in seiner Burg unter. Oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Kampf mit einer Hexe. Das Subjekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen.
Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Schneller.
Langsam. Zielt auf seine Augen! Wir ziehen dir die Haut ab! Du Dreckshexer! Los, los!
Na, na, na! Los, los! Wie wär's mit einem Krug Apfelwein? Oder etwas Quark? Meine Vorräte sind nicht riesig, aber umso köstlicher. Zeig mir deine Waren. Leb wohl. Ist der Baron zu Hause? Kommt drauf an, wer fragt. Ein Hexer will mit ihm sprechen. Und ich will die schöne Königin Cerro ficken. Hab den schon mal gesehen. In der Taverne am Scheideweg.
Du warst da. Ist nicht lange her. Ich dachte, du solltest brav deinen eigenen Weg gehen. Er hat mich hierher geführt. Ich muss den Baron sprechen. Oh, und warum? Das ist nur für seine Ohren bestimmt. Gut. Lothrin, lass ihn eintreten. Wir sind ihm zahlenmäßig überlegen, wenn er Ärger macht. Öffnet das Tor! Feldwebel! Ardal! Der Hexer will den Baron sehen! Mach ja keinen Ärger. Verstanden? Was denkst du nur? Er nannte dich Feldwebel. Bist du ein temerischer Soldat? Geht dich nichts an. Deserteur? Die temerische Armee gibt es nicht mehr. Was tut ihr dann hier? Wir hatten die Wahl, nachdem uns die Schwarzen besiegten. Uns fügen und ein normales Leben führen. Oder Widerstand üben. Uns den Freischärlern anschließen und bis zum Tode für unser geliebtes Temerien kämpfen. Wir wählten Ersteres. Und der Baron ist euer Anführer? Ja, Anführer. Sag euch, wo die Beute ist. Deine Kumpels haben die Beute längst unter sich aufgeteilt. Das hätte ich jedenfalls gemacht. Und du, halt jetzt das Maul. Spar dir die Kräfte. Stirb mit ein bisschen Würde. Geh mir aus. In Vysima, das waren Bälle. Annie und ich haben einige mitgemacht. Wie wir tanzten und uns drehten. Oh! 1, 2, 3. 1, 2, 3. Genug. Egal, wie du es anstellst. Die Lieferungen müssen wöchentlich erfolgen. Bleibt dir nicht zum Tee? Nein. Du hast noch einen anderen Gast. Sieh einer an. Bleiben nicht mal zum Tee. Faseln über Kultur, aber haben keine Ahnung davon. Gerüchte sind in Wahrheit meist haltlos. Insbesondere solche über Fremde. Da hast du recht. Ich weiß, wer du bist. Und ich weiß auch, warum du hier bist. Wir reden drinnen.